Willkommen zurück zu einer neuen Folge Blackguards. Wir sind bei Muratoris Landsitz, der Folterer, der uns in Neta gefoltert hat. Und wir müssen ihn töten, denn wir sind gerade in seiner Villa mit unserem Team. Mit der Niam, die wir ganz neu dazugekriegt haben. Und uns geht es nicht gut. Wir haben aber in der letzten Folge auch einen schweren Kampf hinter uns gehabt. Und jetzt würde ich nochmal rasten. Meine Gruppe ist ausgeruht und wir kümmern uns jetzt um den Folterer. Weil ich weiß nicht, ob ich gegen den kämpfen muss. Deswegen habe ich jetzt nochmal vorsichtshalber gerastet. So sieht man sich wieder. Du, verflucht. Raus mit euch. Äh, 20 Lebenspunkte. Sumpfranze. Gut. Erstmal schön 6 Punkte Schaden machen. Das sind gar nicht so viele Lebenspunkte. Okay. Oh. Not so good. Not so good. Okay. Okay, jetzt sind wir eigentlich... Wir sind ziemlich eingekesselt gerade. Da trifft ja gar nichts. Frage ist, ob ich da einen Feuerball reinzaubern kann. Ah ja, sehr gut. Okay. Was hat denn der Naurim? Das ist natürlich blöd. Das ist ziemlich blöd. Okay, welcher hat hier noch wenig Lebenspunkte? 15. 10. Das reicht leider nicht. Das reicht leider nicht. Ich würde ja gerne auch wieder einen Flammenstrahl da reinmachen. Und zwar auf den hier. 32, okay, das passt. Damit wir wenigstens die mal fertig kriegen hier. Sehr gut, okay. Boah, der heilt die auch noch, der Sack. Ist aber gut, naja. Die Dia macht das schon, irgendwie. Okay, wie sieht's hier so heilungstechnisch aus? Alles eigentlich noch relativ gut, das heißt, du kannst dir mal ein paar Pünktchen sparen. Okay, der muss doch jetzt eigentlich... Der muss doch jetzt langsam mal tot sein da hinten, das gibt's doch nicht. Okay, welcher hat noch wenig Leben? 20, 15. Mal so gut hier. Gut, der heilt die ja auch. Oh. Ein Feuerball. Dann schlechter Witz. Jetzt aber. Okay, 12, 10, du verpieselst dich mal nach der hinten und heilst einfach mal die hier. Akapsulate ist jetzt nicht so wichtig, aber sie ist wichtig, weil sie nämlich die ganze Zeit mit ihrem Bogen schießt. Ach, er heilt sich selbst. Okay, pass auf. Hier sind noch ein paar 75. Wir gehen jetzt in die Offensive. Oh, shit. Nein.
Jetzt schlägt der Zauber auch noch fehl. Oh shit, habe ich einen Heiltrank? Ich habe doch einen Heiltrank. Oh ja, ich habe einen Heiltrank. Aber ich kann den nicht benutzen, oder was? Waffenset. Ah, hier. Okay, mache ich normalerweise nicht, aber. Das haltet ihr auch noch. Mann. Okay, aber trotzdem. Oh! Oh, das war schon gut Schaden, ja. Ah, spart dir das mal. Neun Punkte Schaden. Das ist gar nicht mal so schlimm. Gut. Und dann können wir uns hier noch um die restlichen Viecher hier kümmern. Einmal den Flammenstrahl. Gut, der ist auch tot. Ah. Blöde Sumpfranze hier. Gut. Ja. Ich meine, das sieht ja soweit ganz gut aus für uns. So, tot. Und du nicht, aber dafür jetzt. Wunderbar, okay. So, und jetzt wirst du reden, Glatzkopf. Schon gut. Was wollt ihr? Warum habt ihr mich... Nein, wir möchten als erstes wissen, was habt ihr getan? Was habt ihr mit meiner Schwester gemacht? Mit ihrer Schwester. Wir haben versucht, sie zu heilen. Zu heilen? Wovon? Sie war nicht krank. Ganz im Gegensatz zu dir, wenn ich mir dein Gesicht anschaue. Gib Acht, wem du dich anschließt, Spitzohr. Deine Feinde könnten dir näher sein, als du glaubst. Okay, warum habt ihr mich gefoltert? Warum habt ihr mich gefoltert? Das musst du deinen Freund Lysander fragen. Ich sollte nur einen Namen aus dir herauskitzeln. Name? Was zum Henker ist das für ein Name? Wenn ich das wüsste, hätte ich dich nicht foltern müssen, oder? Ich weiß von keinem Namen. Dann ist wohl alles nur ein unschönes Missverständnis. Und wir sollten gemeinsam Grangora-Sirup-Törtchen essen. Ja, das wäre eigentlich gar nicht mal so schlecht. Wo ist Lysander? In Mengbilla. Was macht er dort? Das weiß ich nicht. Oh, ich weiß nicht. Boah. Wir töten ihn. Ich hab Schiss, dass er wiederkommt und stärker ist und mir dann voll aufs Maul gibt. Nee, wir töten ihn. Dann fragt die Götter nach dem Namen. Ein Buch. Kann jemand lesen? Die 13 Lobpreisungen des Namenlosen. Was sagt man dazu? Wir sind in ein Rattennest getappt. Rattennest? Der Namenlose ist der verstoßene Gott, der Ursprung alles Bösen in der Welt. Die Ratten dienen ihm. Angeblich. Hört euch das an. Und sein Zeitalter wird kommen. Seine Augen vereinen die Welt. Seine Hand richtet sie auf Trümmern wieder auf. Die Lämmer erheben sich gegen die Wölfe. Und sein geflüstertes Wort erfüllt die Herzen der Frommen und Glückseligen. Still! Der goldene Drache spricht aus diesem Buch. Aber wenn der Folterer ein Anhänger des Namenlosen ist... Was sagt das dann über deinen Freund Lysander, willst du sagen? Was ist das für eine purpurne Flüssigkeit? Wir trinken sie nicht. Riecht nach Lorbeer. Ich rieche nichts. Was steht auf dem Zettel an der Flasche? M macht Fortschritte. Eine Probe der neuen Lieferungen L. Ein neuer Liebestrunk vielleicht?
oder ein Gift. Lysander. L steht für Lysander. 50 AP. Yay! Eine Dukate und 50 Milliarden Heiltränke. Kelmon. Kelmon? Guter Zaubertrank. Wow, das große Buch der Abschwörung. Neuauflage. 50 Dukaten. Ich bin reich. Ich bin reich. Ich bin reich. Ich werde alles ausgeben. Oh ja. Das und hat jetzt? Sich gelohnt. Klüger bin ich auch nicht geworden. Wir reisen weiter nach Mengbelanium. Es tut mir leid, dass wir deiner Schwester nicht helfen konnten. Du willst diesen Lysander suchen, nicht wahr? Dann komme ich mit euch. Vielleicht finde ich heraus, was sie meiner Schwester angetan haben. Das schulde ich ihr. Zauberbücher. Aus Büchern wie dem Großbuch der Abschwörung kannst du neue Sprüche mit magiebegabten Charakteren in der Entscheidung mit Tarn und deiner Blumen. What? Nein, ich möchte das nicht. Ich möchte das verkaufen. Das ist mir alles egal. Also haben wir, 12 Morbal. Wir haben 12 und was ist das? Das wohl bedeutendste Werk der Antimagie. Die Neuauflage dieses Kollegiums. Der Kuslika. Handelt der Antimagie beschäftigt sich mit der Neuform mit Magiker Infrakta, die von vielen als Revolution der Antimagie gelten. Bestehende Zauber ist gleicher Art. Was gleich wieder Art auffiel. Ah, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Was Kelmon? Waffengift. Nein. Wir gehen zurück nach Mikram. Ich verkaufe erstmal mein Zeug. Wie wollt ihr eigentlich über die Grenze kommen? Ich bin sicher, unsere liebreizende Führerin kennt einen Weg. Rund um Dronidet wütet eine Seuche. Damit führt der einzige gangbare Weg über den Knüppeldamm, an der Grenzfestung Morbal vorbei. Glaubt ihr, wir können uns dort einfach ungesehen vorbeischleichen? Bring uns nach Morbal, dann sehen wir weiter. Morbal. Leb wohl, kleine Schwester. Irgendwo werde ich eine Heilung für dich finden. Okay. Ja? Händler. Okay, was hast du denn Schönes? Hast du noch? Arax, nein, Kelmon. Hier, verkaufen, einfach verkaufen, alles verkaufen. Guter Zaubertrank, verkaufen. Zweimal sogar. Okay, sehr gut. 31. Jetzt bräuchte ich eigentlich noch Purpurne Tinktur. Kann ich nicht verkaufen. 50. Ah, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, 31 Dukaten ist schon mal ganz schön viel. Aber ich werde jetzt nochmal in die andere Stadt gehen, in die größere Stadt. Morbal ist hier unten. Tendrimwald. Wo ist denn dieses Trudidet? Weil hier unten müssen wir hin. Okay, also in Mikram gibt es nichts, deswegen gehen wir jetzt nochmal zurück nach Drohl. Weil ich glaube, in Drohl gibt es noch ein paar. Da gibt es auf jeden Fall noch einen, der die Sachen beibringen kann und eine Schmiede. Ihr werdet zufrieden. Natürlich werde ich das auf jeden Fall nicht, dass ich einen Kurzbogen hier. Moment. Warte eine Sekunde. Das ist schon mal falsch. Da möchte ich hin. So. 3 bis 8. Ist das ein Kurzbogen? Ja, das ist ein Kurzbogen. Okay. Das heißt, du wirst mich nicht verarschen. Wir können uns aber noch ein paar Pfeile kaufen. Nicht so viele, aber ich glaube mal. Boah, das ist so teuer. 30 Pfeile würden mal reichen. 29 reichen auch. So. Was haben wir denn hier schon? Schönes andere Rüstung. Rabak, Beinmantel. Wir haben hier noch ein Rapier. Eine Knochenkeule. Warum sollte ich mir eine Knochenkeule kaufen? Ja, auch keine Waffen hier. Woran seht euch? Ein Holzspeer. Brauche ich auch nicht. Der Lederharnisch. Der wäre natürlich gar nicht mal so schlecht, ehrlich gesagt. Ja, die Schuhe hier kann man verkaufen. Und die Lederstiefel kann man auch verkaufen. Und die Lederbeinlinge weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht.
Ich weiß nicht, soll ich mir eine Rüstung kaufen oder eine Dings? Hier, die Sichel kannst du auch noch haben. Du kannst alles haben von mir. Dieser Lederharnisch, der wäre gar nicht mal so schlecht. Gehärtete Lederstiefel habe ich ja schon. Lederbeinlinge habe ich jetzt gerade verkauft. Die verkauft sie wahrscheinlich wieder für das Doppelte zurück. Nee, gar nicht, okay. Was ist denn hier mit diesem Krabak-Dings? Boah, der kostet natürlich. Boah, der kostet natürlich echt viel hier. Metallisch. Woran seht. Ah, ich kaufe mir den Lederharnisch. Ist okay. Das war wahrscheinlich bestimmt ein Fehler, aber. Okay. Yeah. Und hier, die haben alle dieses Gambeson-Zeug da an. Sie kriegt auf jeden Fall noch ein paar Jagdpfeile. Ich hab doch Jagdpfeile. Ach, das sind Jagdbolzen gewesen. Okay. Ihr werdet. Nee, leichte Armbrust kannst du auch haben von mir aus. So. Acht Dukaten. Kann man nicht was mit 8 Dukaten anfangen? Ich glaube nicht. Nein, aber ich habe mir eine Rüstung gekauft. Was, glaube ich, schon ganz gut ist. Okay, in der nächsten Folge werden wir nach Morbal gehen und werden versuchen, uns da vorbeizuschleichen. Denn wir müssen ja in den Süden des Landes nach Mengbilla. Da befindet sich ja Lysander. Den müssen wir. Ich weiß gar nicht, was wir den machen müssen. Als erstes mal sollten wir wissen, was überhaupt hier los ist. Wahrscheinlich war man da alles nur ein. Alles war nur ein kleines Missverständnis. Aber, schon lieber. Okay, wir gehen in der nächsten Folge nach Morbal. Danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir noch eine positive Bewertung. Schaut auch in die anderen Videos rein und danke, dass ihr dabei wart. Und ich hoffe, ihr seid auch das nächste Mal wieder dabei. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.